Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von unserem Parkbauprojekt Jurassic Antarctica. Ich baue diesmal auf der anderen Wasserseite weiter. Beim letzten Mal hatten wir da ja auch schon eine Brücke rübergeführt und jetzt gerade bereite ich dort das Terrain vor und zeichne jetzt die Wege ein. Hier geht einfach so eine Kurve entlang und hier, wo ich das Ganze absenke, auf diese Seite kommt dann ein Gehege hin. Aber jetzt wird erstmal wieder was gebaut mit einzelnen Objekten. Was das ist, werdet ihr gleich auch sehen. So, jetzt hier erstmal sozusagen ein Fundament. Und jetzt schnappe ich mir hier solche Holzstege. Und die drehe ich jetzt um. Und die Holzstege werden mir dann später als Stützpfeiler sozusagen dienen. Jetzt baue ich noch ein Geländer hier an die Plattform. Und an die Ränder nochmal eine Stütze. Das ist in dem Fall so eine Lampe. Die hat ganz gut gepasst, weil die auch dieses braune Holz da mit drin hat. Und natürlich sieht es auch schön aus bei Nacht, wenn es dann beleuchtet ist. Und jetzt auch noch auf die letzte Seite. Einmal jeweils an jeder Ecke eine Stütze. Und dann hier auch nochmal ein Geländer hin. Ich glaube, die meisten können sich schon denken, was das hier werden wird. Diese Teile habe ich hier zweckentfremdet als Dach. Jetzt erstmal alle eingereiht. Dann habe ich mal eine Seite geschnappt, umgedreht. Dann so ein bisschen ineinander platziert. Und dann kam das oben auf die Säulen drauf. Musste ich dann noch ein bisschen zusammenschieben, damit das besser passt. Dann habe ich das nochmal angeschrägt. So ein bisschen nach vorne, damit das Regenwasser dort auch abfließt. Auch wenn es hier natürlich nicht regnet. Aber es sieht halt ein bisschen schöner aus, als wenn es einfach nur so ein gerades Dach ist. Und jetzt haben wir eigentlich so einen Standardausguck von zum Beispiel Planet Zoo. Da baut man ja oft solche Aussichtsplattformen. Aber sowas gibt es halt in Jurassic World Evolution 2 gar nicht. Deswegen fand ich das mal ganz cool. Jetzt kommen mir noch die Holzsäulen unter. Und ich habe auch noch einen zweiten davon gebaut. Den habe ich daneben platziert. Auch hier die Säulen unter. Und dann stand das Ganze schon. Jetzt ging es ein bisschen an die Gehegeplanung. Da habe ich jetzt schon mal das Terrain so ein bisschen angepasst. Ich habe auch hier wieder mit Höhenunterschieden gearbeitet. Die eine Seite habe ich dann auch schon mal so ein bisschen Berg eingezeichnet. Dann sparen wir uns dort nämlich auch Zäune und sowas. Das ist ja auch mal ganz schön. Und jetzt kamen schon die ersten Felsen. Die habe ich jetzt grob erstmal überall hin platziert. Und dann habe ich sie nochmal vernünftig platziert mit dem Move-Tool. Das werde ich öfter machen. Weil mit dem Move-Tool kann man die halt auch so ein bisschen in den Boden versenken und ineinander versenken. Und dann sieht das immer ganz cool aus. Dann sieht das halt auch so ein bisschen aus wie eine etwas größere, zusammenhängende Felsformation. Und hier habe ich jetzt nochmal den Baumstamm zweckentfremdet von dem T-Rex Kingdom. Den habe ich gedreht und dann so senkrecht in den Boden gemacht. Der sollte hier nämlich als Abgrenzung dienen. Die Tür oben sieht ein bisschen komisch aus da, aber das ist eigentlich egal. Ich hatte leider keine andere Baumstammalternative gefunden, die ganz gut aussah, deswegen habe ich das genommen. Und wieder noch mehr Felsen. Felsen werde ich allgemein hier sehr viele machen in dem Gehege. Ich bin übrigens momentan am Überlegen, ob ich vielleicht das Bauen von diesen Gehegen und dem Park vielleicht auch livestreame auf Twitch und dann trotzdem diese Videos wie gehabt auf YouTube rausbringe. Ich würde mal interessieren, was ihr davon halten würdet. Also würdet ihr euch das angucken im Livestream, wie ich sowas baue? Also in Realtime dann halt? Oder braucht ihr das nicht? Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, das würde mich mal interessieren.
Der Vorteil wäre dann natürlich auch, dass ihr live mit dabei sein könntet, wir vielleicht dann auch die Dinosaurier nach euch benennen könnten, die dann in die Gehege kommen. Und ich könnte auch eure Ideen dann umsetzen direkt. Also wenn ihr zum Beispiel eine coole Idee habt, während ich was baue, dann könnte ich das vielleicht sogar mit einfließen lassen. Und ich meine, für die Leute, die dann lieber diese Videos schauen im Speedbuild, das kann ich auch verstehen, weil es halt schneller geht und man schneller zu Ergebnissen und sowas kommt, für die bleiben die Videos ja wie gehabt eigentlich auch vorhanden. Also ich glaube, es wäre keine schlechte Sache, aber ihr könnt, wie gesagt, mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Den Twitch-Kanal von mir, den verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Dort streame ich momentan auch relativ regelmäßig. Und im Hintergrund machen wir noch viele, viele weitere Felsen und Klippen. Ich arbeite immer eigentlich fast nur mit diesem länglichen Felsen. Ich wollte aber auch nicht so viele Objekte halt machen, deswegen habe ich immer den gleichen benutzt, der am größten ist. Weil ich habe ein bisschen Sorge wegen den FPS in dem Park, muss ich sagen. Weil der Park ist schon von mir sehr groß geplant. Das ist jetzt kein kleiner Park, den ich baue. Auf die Rückseite kommt dann auch mal ein Stück Zaun. Und auch hier vorne. Denn hier vorne kommt auch wieder ein Tor für die Mitarbeiter. Da werde ich jetzt in Zukunft auch wieder mehr drauf achten. Das hatte ich echt irgendwie außen vor gelassen bei den letzten Parkbauprojekten. Hier auf der Wasserseite habe ich dann in den Berg auch nochmal so eine Mauer eingebaut. Das hatte ich in der ersten Folge auch schon mal gemacht. Und auch der große Berg auf der Rückseite, den habe ich hier jetzt nochmal ein bisschen angepasst. Ich habe da mal versucht, so eine gute Mischung aus geglättet und kantig zu machen. Und jetzt geht es wieder auf die Seite der Besucher. Also ich bin ja sowieso immer so ein Typ, der total hin und her springt. Seid mir da bitte nicht böse, ich weiß, es ist manchmal wahrscheinlich anstrengend zum Zuschauen, wenn ich dann von der einen Baustelle zur anderen springe und wieder zurück. Aber das ist halt der Way, wie ich baue. Kann ich leider nicht ändern. Naja, Hauptsache das Ergebnis stimmt am Ende, würde ich mal sagen. Ich habe hier jetzt nochmal so eine Abschrägung gemacht. Und davor kommt nochmal ein Zaun, damit die Besucher dort auch nicht runterfallen können. Und an dem Rand habe ich auch nochmal so einen Beobachtungsturm platziert. Den verbinde ich jetzt hier gerade. Das hatte ich irgendwie gar nicht in der Aufnahme mit drin. Aber ist ja auch nicht weiter schlimm. Und in die Zwischenräume zwischen dieser Schrägen und dem Geländer, da kommen dann nochmal Felsen rein. Da habe ich mich sogar für diese anderen Felsen entschieden, die eigentlich diese Deko-Objekte da sind für die Besucher. Wir einfach am Boden versenkt und dann hatten wir so ein bisschen feinere Felsen dort in den Zwischenräumen. Dann kamen da auch noch Büsche rein, wieder rote und grüne. Die habe ich auch relativ tief in den Boden versenkt. Und davor an die Schräge kamen natürlich auch wieder Felsen. Wieder mein Lieblingsfels, der große lange. Und hier unten auf die freie Fläche habe ich dann so einen kleinen Wasserbereich noch eingezeichnet. Und dann wieder mehr Felsen. Gerade bei den Übergängen muss ich halt immer aufpassen, also bei diesen Übergängen zum Zaun. Und jetzt habe ich nochmal was geplant, was ich so vorher auch noch gar nicht gemacht hatte in Jurassic World Evolution. Da habe ich mir erstmal wieder so Holzsäulen geschnappt. Und dann habe ich mit den T-Rex Kingdom Teilen, mit diesen Mauern, wieder was gebaut. Und was das ist, seht ihr gleich.
Das ist nämlich ein Dach. Und damit haben wir einen Unterstand. Ist ja eigentlich bei so einem verschneiten Wetter ziemlich praktisch. Weil dann darunter auch kein Schnee ist und dann können die Dinos sich dort auch mal hin zurückziehen. Hier in dem Zwischenbereich habe ich dann auch nochmal so Baumstämme hingemacht. Und den Unterstand habe ich dann nochmal gruppiert und nochmal woanders hin platziert, dass man den zumindest ein bisschen sieht. Ich meine, es ist ja an sich ganz cool, wenn die Dinosaurier einen Bereich haben, den die Besucher nicht einsehen können und sie sich dorthin zurückziehen können. Aber ich fand es dann auch ein bisschen langweilig, wenn man den gar nicht erkennen kann aus Besucherperspektive. Hier habe ich jetzt nochmal die Wegfläche vor dem Gehege angepasst, ein bisschen verbreitert. Denn dort sollten natürlich auch noch ein paar Besucherläden hin. Zwei normale Geschäfte habe ich hier hin platziert. Die habe ich dann auch wieder schön mit der Wegfläche dort verbunden. Und dann auch noch im Gehege auf dem oberen Bereich so eine Beobachtungskuppel hingemacht, wo man halt dann direkt ins Gehege gehen kann. Daneben noch eine Toilette. Und dann musste ich natürlich auch noch die beiden Läden, die ich vorhin platziert hatte, anpassen. Habe ich im gleichen Design gemacht, wie wir es ja sowieso schon im Park die ganze Zeit gemacht haben. Wieder schön mit diesen gelben Bäumen außen. Als nächstes kamen auch nochmal wieder diese anderen Zwischenbereiche zwischen Gehege und Besucherweg. Ganz viele kleine Felsen kamen da erstmal wieder rein. Und dann wie gehabt auch grüne Büsche, rote Büsche, die wieder schön versenkt. Und dann wirkte das Ganze auch schon freundlicher. Ich finde, die roten Büsche machen immer echt viel aus. Dadurch wirkt das echt nicht so kalt dann hier. Und das ist sehr praktisch in so einer Schneelandschaft, damit sich die Besucher ein bisschen wohler fühlen. Hier kommt wieder mein Lieblingsfelsen zum Einsatz. Der wird jetzt hier auch noch die ganze Schräge entlang geführt. Immer schön ein bisschen rotiert, ein bisschen gedreht, ein bisschen mehr oder weniger in den Boden versenkt. Und so sieht man das dann halt kaum, dass das immer der gleiche Felsen ist. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass der Schnee da ganz gut zu beiträgt, dass man das nicht erkennt. Ich könnte mir vorstellen, dass das ohne Schnee hier nicht so gut aussehen würde. Und hier vor den Turm wollte ich auch nochmal einen kleinen Zaun hinmachen. Da habe ich auch nochmal so einen flachen Zaun genommen, aber dann nochmal den anderen, den wir noch hatten. Und das Ganze verbunden. Und dann noch mehr Felsen. Noch mehr große, längliche Felsen. Erstmal überall grob hinplatziert. Und dann beim zweiten Mal richtig platziert. Jetzt nochmal das Ufer und sowas, alles ein bisschen mehr anpassen. Dort auch nochmal ein paar kleine Felsen hinplatziert. Da habe ich dann auch mal andere Felsen benutzt. Aber ich habe eigentlich fast jeden Felsen immer zweimal angefasst. Also einmal platziert quasi und dann nochmal wieder mit dem Move-Tool in den Boden so ein bisschen versenkt. Da habe ich mich auch irgendwie schon dran gewöhnt. Das finde ich irgendwie ganz cool, wenn man das so macht. Weil man dann halt viel mehr Möglichkeiten hat, den Felsen zu platzieren. Jetzt kommen auch noch hier einige Büsche hin überall und auch Bäume. Da habe ich wieder versucht, so viele Bäume, wie es geht, natürlich mit dem Pinseltool einzuzeichnen,
Aber meistens ist es dann so, dass ich noch sehr viel nacharbeiten muss. Ich habe auch meistens wieder hier diese kleineren Bäume eher benutzt. Und jetzt gehe ich wieder ins Gehege, okay. Nehme ich noch mehr Felsen für den großen Berg. Hin und her springen kann ich. Da bin ich Weltmeister. Und als nächstes kamen dann endlich Büsche und Bäume für das Gehege. Da habe ich dann auch wieder eher die kleineren Nadelbäume platziert. Schön an die Ränder so ein Grüppchen. Die finde ich immer ganz praktisch, weil die halt kaum Sicht verdecken für die Besucher. Und ich habe auch hier wieder ein paar rote Bäume in den Boden platziert. Dann habe ich hier sogar mal noch ein bisschen mehr ausgeschmückt mit kleineren Felsen. Wow, ich kann auch andere Felsen benutzen, nicht schlecht. Und dann auch noch so ein paar Büsche eingezeichnet. Und im oberen Bereich habe ich auch wieder so einen Wald eingezeichnet. Zumindest so gut wie es ging. Den Rest habe ich dann auch wieder alles manuell gemacht. Ja, das Gestalten vom Gehege geht am Ende mal recht schnell meistens. Wenn man so den Grundriss und so fertig hat. Aber ist jetzt ganz cool mit der Kuppel da oben. Ich glaube, da hat man dann nochmal eine sehr interessante Sicht. Nämlich eher so ein Bereich, den man fast gar nicht einsehen kann von der anderen Besucherperspektive. Jetzt war das Gehege soweit fertig. Das Ganze drumherum musste natürlich auch noch so ein bisschen gestaltet werden. Da habe ich relativ viel Wald eingezeichnet, den Weg noch ein bisschen weitergeführt. Und dann auch wieder viele Felsen drumherum platziert, einzelne Bäume. Da habe ich aber den größten Teil auch von rausgeschnitten. Das habe ich jetzt ja gefühlt schon in jeder Folge gemacht und das ist, denke ich mal, zum Zuschauen nicht ganz so spannend. Also das, was ich jetzt gerade mache, habe ich eigentlich fast überall am Rand gemacht. Hier vorne bei dem Tor habe ich nochmal ein paar kleine Felsen davor gemacht. Und dann musste einmal der gesamte Gehegebereich abgesteckt werden mit so einer unsichtbaren Barriere. Und in das Gehege. Ihr habt es bestimmt schon gesehen, hier sind Fleischfutterspender drin. Denn hier kommen Fleischfresser rein. Und zwar der Pyroraptor. Der darf nicht fehlen. Und ich werde da, glaube ich, diesen weißen Skin sogar machen. Glaube ich, der beste von den Farben. Oder den hier. Ne, der ist eher so beige. Ich glaube, das ist eher so wüstenmäßig. Da gibt es auch richtig knallige Farben. Ja, ich denke aber, ich werde hier den weißen machen und dann mit verschiedenen Patterns. Einmal das hier. Das wäre komplett weiß. Das finde ich noch ganz schön. Oh ja, rot ist auch super. Und dann nehmen wir das hier noch. Dann haben wir vier Pyroraptoren. Aber ich mache noch einen fünften. Und zwar mit dem Movie-Skin. Das ist dann nochmal der auffällige von den allen. Ja, das finde ich eigentlich ganz cool. Vier weiße und einen roten. Von der Größe her passt das auch ganz gut in dem Gehege. Ja, die scheinen sich auf jeden Fall wohl zu fühlen. Und wir sind dann fertig mit der heutigen Folge von unserem Park Jurassic Antarctica. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Ich wünsche euch jetzt schon mal einen angenehmen Tag. Und jetzt seht ihr nochmal ein paar Cinematic-Aufnahmen.
Ja.